So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben letztens den Schottland Burger getestet von Abelen. Genau, Abelen heißt das, nicht Ableben, da müsst ihr aufpassen. Da gab es die Fan-Edition jetzt zu diesem Fußball, was wieder anfängt. Wenn ihr Fußball kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Abelen hat 3 Burger rausgebracht in der Fan-Edition. Den Schottland-Burger, den Ungarn-Burger und den Schweizer-Burger bzw. Schweiz-Style, Schottland-Style und Ungarn-Style. Wir haben den Schottland-Burger getestet, der war mit einer rauchigen Soße. Der war richtig genial, der hat mir auch richtig gut geschmeckt. Ich habe mir auch wieder Mad Dog mit drauf geknallt, dass der richtig scharf ist. 2 sind jetzt noch übrig. Ich habe das Muttertier gefragt, welchen möchtest du denn als nächstes probieren? Sie hat sich heute für den Ungarn-Style-Burger entschieden und der hat eine Paprikasoße. So sieht er also aus. Ist halt hier alles ein bisschen rötlich. Ihr habt hier den Napf mit der Soße. Ihr habt hier ein Rindvieh stehen. Das finde ich auch richtig cool. Hier ist der Fußball. Und das sind einfach diese eingeschweißten 2 Burger von Abelen. Nur, dass da halt ein Tütchen Soße mit drin ist. Wir machen den unteren hier mal auf. Der obere muss für das Thumbnail, was ich nachher noch entwerfen möchte. So, was ist mit der Kamera los hier? Immerzu fliegt was rum. Beim Red Bull Tasting ist hier irgendwie das Schnapsglas gegen die Kamera geflogen. Da war die ganz verschoben. Hier fliegen die Burger durch die Kante. Wir machen jetzt den unteren Burger mal auf. Dann seht ihr auch nochmal, dass das halt wirklich einfach nur so ein labbriges Brötchen ist. Mit einfach einer Scheibe Fleisch drauf. Also da ist kein Käse, da ist kein Gemüse. Ja, jetzt klebt das Brötchen fest und geht kaputt. Jetzt habt ihr hier 2 Hälften. Dann packen wir das jetzt hier drauf. Irgendwie packen wir es hier drauf. Ach komm, wir legen sie jetzt zusammen. Hauen das schnell mal in die Mikrowelle. Dann machen wir die Soße drauf, probieren das. Und dann packen wir uns noch die Mad Dog hinterher, um den ganz zu essen. Weil die verfälscht nicht den Geschmack, die gibt einfach nochmal richtig Bums. Jetzt aber den Burger warm machen und dann schauen, wie der Ungarn-Style schmeckt. Jetzt muss ich nochmal gucken, Ungarn-Style mit Paprikasoße. So, der Burger ist fertig. Wie beim Schottland-Burger habe ich auch erst gedacht, machst du noch eine Scheibe Käse drauf, aber lass es. Der Schottland-Burger hat richtig gut geschmeckt, auch wenn du da gar nichts drauf hattest. Und so muss es sein. Du kaufst das und willst das einfach nur essen und nicht du kaufst das und musst da noch ewig dran rummehren, dass das dann besser wird. Klappen wir das jetzt zu? Lassen wir das auf? Ich weiß gar nicht, wie ich es beim letzten Mal hatte. Wir nehmen erstmal das Brötchen runter, das Fleisch und machen uns die Soße drauf. Da muss ich wieder gucken, die hat hier irgendwo an der Seite. Ist hier ein Schlitz, dann ziehst du das auf, packst das hier irgendwie rein. Die Soße sieht richtig gefährlich aus, richtig feurig. Paprikasoße, also das riecht wie Lecho. Lecho aus der Tüte. Jetzt machen wir uns hier was drauf. Wir machen uns am besten das komplette Teil auf die Seite und das passt einfach richtig dazu. Ungarn-Style, der Lecho-Burger für zwischendurch. Schottland, ne, da war das Monster von Loch Ness drauf. Das hat geraucht. Jetzt haben wir das hier. Das sieht gut aus, das sieht besser aus. Also wer braucht schon Ketchup? Ihr müsst das nehmen auf euren Burger. Jetzt drücke ich das kurz hier drauf. Das drücke ich auch hier drauf. Dann habe ich jetzt nur das Brötchen zusammengedrückt, damit sich die Soße irgendwie verteilt. Guckt euch das an, das gibt jetzt Sauerei. Jetzt habt ihr das auf beiden Seiten verteilt und legt die Scheibe Fleisch jetzt wieder in die Mitte. Aber hier, warte, das ist unten, das ist oben. Und wenn wir den jetzt so nehmen und hier reinhalten, es sieht halt einfach nach nichts aus, aber wir müssen es trotzdem so machen. Das ist der Ungarn-Style-Burger. So, der wird da hingelegt. Jetzt beißen wir mal rein, um die Soße, die Paprikasoße zu schmecken, aufzunehmen.
Also ohne Spaß, das schmeckt exakt wie diese Aiwa-Paste. Da bin ich schon wieder bei Pokémon Go drin. Ich habe damals eine Zeit gehabt, da habe ich unglaublich gerne Aiwa gegessen. Aiwa, diese Paprika-Aubergine-Paste aus dem Kaukasus, irgendwas. Das war immer dieses rote, feurige. Da gab es ja Aiwa mild und Aiwa scharf und Aiwa pikant. Und danach habe ich dann meine Pokémon-Accounts benannt, wo es dann auch noch Aiwa Kids gab und so Zeug. Das fand ich cool. Dieses Gläschen mit Aiwa-Paste habe ich mir überall immer drauf geschmiert. Und das ist sicherlich dasselbe, weil das war ja auch aus Paprika, da steht Paprikacreme. Es schmeckt also wie eine Aiwa-Paste auf einem Burger. Den Geschmack kennt man also. Mir fehlt aber Würze, mir fehlt wirklich Würze. Ich fand die rauchige Soße fand ich interessanter. Das schmeckt auch gut, aber ich glaube, der Schottland-Burger hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen. Wir hauen das jetzt mal kurz hier wieder runter und machen uns für den Rest noch einen Tropfen. So. Noch ein Tropfen von der Maddox-Soße drauf. Hier vorne. Die Aiwa-Paste ist am Start. Die ist eigentlich auch nicht scharf. Also, das hat zwar eine Paprikanote, aber gut, es gibt Leute, die sagen, Paprika ist scharf. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, Paprika ist halt Gemüse und das schmeckt halt. Das ist saftig und lecker. Scharf ist das jetzt nicht. Damit es scharf ist, machen wir uns Maddox drauf. Beißen jetzt hier in das Stück mit dem Maddox-Tropfen. Guckt euch an, da ist auf jeden Fall genügend Soße dabei. Das kann man schon machen, aber für mich war der Schottland-Burger eine Nummer besser, präsenter, interessanter. Aber ich habe es auch noch nicht mit der Schärfe jetzt probiert. Jetzt hat es irgendwie was vom Chili-Burger vom Lutz, nur viel, viel schärfer, obwohl der, glaube ich, meistens Sambal Oleg bei sich drauf macht. Und das ist halt wirklich Aiwa-Paste gemischt mit Maddox. Also das ist genial, das ist ein Erlebnis. Aber da kannst du dir auch einfach ein Glas Aiwa holen und auf die ganz normalen Burger machen, dann hast du ja dasselbe. Deswegen fand ich immer noch Schottland, richtig geniale Soße, hier einfach Aiwa-Paste. Hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich habe was ganz Spezielles gesucht. Aber es passt dazu. Es ist Ungarn. Das passt. Da meckere ich jetzt nicht mehr. Und werden jetzt den Rest von dem Burger noch essen. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Schweizer Burger haben. Mit Käsesoße und Mad Dog.